Parkinson ist eine der häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen. Sie wurde vom englischen Arzt James Parkinson bereits 1817 erstmals beschrieben. Ihre Ursachen sind dennoch bis heute weitgehend ungeklärt. Fakt ist, dass bei Parkinson jene Nervenzellen im Gehirn absterben, die für die Produktion des Botenstoffes Dopamin verantwortlich sind. Durch den so ausgelösten Dopaminmangel kommt es zu motorischen Störungen wie Steifigkeit, allgemeine Verlangsamung, Zittern und weiteren Symptomen wie verminderte Mimik oder Sprechstörungen. Am häufigsten tritt die Krankheit zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr auf. Viele Patienten sind zum Zeitpunkt der Diagnose aber auch deutlich jünger. In der Schweiz leiden etwa 15.000 Menschen an Parkinson. Der Krankheit lange vorausgehen können diverse unspezifische Beschwerden wie Schlafstörungen, Störungen des Geruchssinns oder Muskelkrämpfe. Bei Diagnosestellung stehen der Dopaminmangel und die dadurch ausgelösten Störungen der Motorik im Vordergrund. Im Verlauf sterben aber auch Nervenzellen ab, die nichts mit der Dopaminproduktion zu tun haben. Dann kommt es zu den erwähnten vegetativen Störungen, Denkstörungen oder auch psychischen Problemen. Die Therapie stützt sich auf die Gabe von Medikamenten, um dem Dopaminmangel entgegenzuwirken. In ausgewählten Fällen können die motorischen Symptome auch durch hochpräzise Hirnoperationen gelindert werden. Mit Fortschreiten der Erkrankung wird die Medikation aber immer komplexer und die Behandlung der nichtmotorischen Symptome ist bis heute nur eingeschränkt möglich. Allen Therapien gemeinsam ist, dass keine die Krankheit stoppen oder gar heilen kann. Auch wenn Parkinson nicht heilbar ist, haben die Betroffenen doch eine fast normale Lebenserwartung. Das heißt aber auch, dass sie oft jahrzehntelang mit der Krankheit leben müssen. Daher ist es wichtig, dass wirklich alle Therapiemöglichkeiten konsequent ausgeschöpft werden. Die Betroffenen sollten möglichst körperlich aktiv und im Sozialleben engagiert bleiben, um im Krankheitsverlauf auch langfristig eine möglichst hohe Lebensqualität zu erhalten. Wichtig ist insbesondere, dass Hausarzt und Neurologe für die Einstellung der Medikation intensiv kooperieren. Zudem benötigen die Betroffenen auch Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und manchmal auch eine Psychotherapie. Im fortgeschrittenen Stadium gehören sie zwingend in die Hände eines erfahrenen, auf Parkinson spezialisierten Neurologen. Dann ist oft auch ein Aufenthalt in einem Parkinson-Zentrum angezeigt, um alle Therapien optimal abstimmen zu können. Als Parkinson-Nurse helfe ich den Betroffenen und ihren Angehörigen bei allen Fragen der Therapie und der Medikation. Ich gebe Tipps für den Alltag, Instruktionen für spezielle Therapien, wie etwa die Anwendung einer Medikamentenpumpe, helfe bei Stresssituationen und unterstütze die Patienten, wenn es zu einer Krise kommt. Im Fokus steht dabei die Erhaltung einer möglichst großen Selbstständigkeit und andauernder Lebensqualität.